Hey ho, meine lieben Minenarbeiter und Innen. Hier ist wieder der Vorbuddler mit Planet Zoo. Ich melde mich hier aus dem Minenpark Euro Zoo. Habe ich auswendig gelernt. Klappt noch nicht so ganz hundertprozentig. Meine Güte, meine kleine Großnichte, die hat am Weihnachten ein Gedicht aufgesagt und die ist jetzt gerade 5 und das hatte irgendwie 12 Strophen oder so. Aber aus dem FF, ne? Unglaublich, ich könnte sowas nicht. Ich hatte immer meine Probleme mit auswendig lernen von Texten. Allerdings, warum erzähle ich euch das? Ich habe keine Ahnung. Einfach, um eine schöne Stimmung zu verbreiten. Ja, und ich hoffe, ihr habt jetzt auch eine schöne Stimmung beim Zugucken. Ihr seid gut drauf. Ja, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ich stelle immer wieder fest, sobald man dieses Spiel hier auf Pause schaltet, ist das eine ganz wunderbar entspannte Sache. Aber wie es läuft, ne, dann bricht hier wieder das Chaos aus, wie drüben im Jurassic Park. Ne, da baue ich ja auch ein bisschen rum. Ja, allerdings jetzt erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Schönen Zoo bauen wir hier, glaube ich. Und wir haben in der letzten Folge hier dieses Bison-Gehege angefangen. Da mache ich jetzt noch so kleine Feinarbeiten. Pflanzen fehlen hier noch. Vielleicht setzen wir die auch erst ein, wenn die Bisons da sind. Sonst habe ich die Zäune nochmal korrigiert, etwas gerader gemacht und auch höher und Fenster eingebaut. Wir haben ja uns diese Sache hier einfallen lassen. So eine kleine Gangway für die Besucher. Und so ein Nebenweg, wo ich jetzt dabei bin, ja, so ein paar Shops einzurichten. Damit können wir jetzt direkt mal weitermachen, denn das ist ja, sind alles Kopien. Den habe ich schon ausgetauscht, aber hier sind alles noch so, wie heißen sie hier, Gulpy Energy drin. Und das brauchen wir jetzt nicht so oft. Deswegen können wir den löschen. Ist jetzt ja auch die Frage für manche von euch, die das Spiel nicht so kennen, wie kann man das denn jetzt hier machen? Einfach löschen und dann klicken wir wieder das Gebäude an, gehen hier in den Gruppenbearbeitungsmodus. Dann können wir hier unten aussuchen die Einrichtungen, Gästeeinrichtungen und uns dann aussuchen, was hier denn verzehrt werden soll. Moment, Getränk. Ja, Getränke. Was haben wir denn noch an Getränken, was wir noch nicht haben? Milchshake habe ich bestimmt schon. Gulpy Energy haben wir schon 30 Mal. Gulpy Slush und Gulpy Soda. Auch nicht schlecht. Pipshot und nochmal Pipshot. Und nehmen wir mal dieses Soda. Einfach so, keine Ahnung. Ne? Preise und sowas stelle ich eigentlich nie ein in Planet Zoo oder Planet Coaster. Da lasse ich die Finger von. Macht man mehr falsch als richtig. Geht alles kaputt hinterher. So, und hier soll eigentlich ein Klo rein. Also, da muss ich das Gebäude auch noch umbauen. Aber erstmal wieder das alte Spiel-Ding hier entfernen. Gruppenbearbeitungsmodus-Einrichtungen. Und Toiletten. Toilettenblock. So, okay. Und dann können wir direkt in der Gruppe bleiben und nehmen uns hier mal so ein. Das Ding hier raus, so. Und bauen dann hier im Baumenü Architektur. Ja, ich sag das jetzt nicht nur für euch als Hilfe, sondern auch für mich. Damit ich so ein bisschen bei der Sache bleibe und mich hier nicht in diesen unglaublichen Inventarmenüs völlig verrenne. Das kann wirklich schnell passieren. All die allerschlimmsten Suchaktionen, die schneide ich euch ja Gott sei Dank immer raus, damit ihr nicht irgendwie völlig einpennt. Was haben wir denn hier für ein schönes Holz genommen? Genau, hier habe ich mal dieses merkwürdige Holz genommen, das mir sonst nicht so gut gefällt, aber hier finde ich es irgendwie doch ganz schön. Da brauche ich jetzt den so einen doppelten Rittberger Durchgang, keine Ahnung, wie machen wir das denn? Wie soll das hier funktionieren? Das passt doch nicht da rein. Können wir das nehmen? Geht das? Da stolpern die ja über den Boden, ne? Das geht doch gar nicht. Ach, Kinos macht mich nicht schwach. Da ist jetzt nicht so richtig das Teil dabei, was ich jetzt haben wollte. Müssen wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen. Moment, hier kann man eventuell auch noch mal ein bisschen damit rumspielen, indem man die Rastergröße verändert. Dann kann ich auch hier in der Mitte noch so ein Ding reinstellen. Also auch diesen Toilettenblock noch mal komplett verändern. Und vielleicht passt oben jetzt so ein Balken drüber. So, der Donnerbalken, ne? Auch solche Verzierungen, warum nicht? Einfach als Variation. Was mir jetzt noch fehlt, sind Schilder. Ah, hier Einrichtungsschilder. Und da haben wir doch wieder die Toilettenteile.
guck mal, so. So finde ich das ganz gut. So können wir mit leben, sag ich mal. Was ich noch ausprobieren möchte, ist jetzt mit dem Weg. Ich habe es ganz gerne, dass die Wege sich so verbreitern. Genau. Das klappt ja schon, glaube ich, ganz gut. Breite 6 Meter. So. Ne, ich habe den Eindruck, das ist dann einfach etwas besser. Oh, das wird jetzt hier etwas knapp. Das würde ich hier auch gerne versuchen. Ein bisschen zu viel des Guten. Es geht halt wieder los, ne? Keine Sorge, Leute, keine Sorge. Ich kriege das schon hin. Ich kriege das schon hin. Ich lasse mich hier nicht unterkriegen. Ne, aber ist zu viel rot. Das lösche ich dann hier alles. Gut, dann muss das so bleiben. Kann ich auch nichts machen. Ich dachte, ich könnte die auch noch ein bisschen verbreitern. Muss wahrscheinlich wirklich nicht so sein. Ja, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist erstmal, dass wir hier vielleicht nochmal ein paar Bänke hinstellen. Das komplettieren hier. Wir haben hier mal die etwas rustikaleren Bänke, weil wir die hier vorne auch noch haben. Die können wir dann hier so weiterführen. Ruhig mal versuchen, außerhalb des Weges zu platzieren. Ob das einen Unterschied macht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die setzen sich da genauso hin. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass dann der Fußweg noch frei bleibt und es dazu keinen Staus kommt. Obwohl hier draußen in der langen Kurve, da wird es wohl kaum zu Staus kommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wer weiß, ne? So. Papierkörbe. Auch erledigt. Wie ist mit Pflanzen? Was haben wir denn hier so? Ja, müssen wir erstmal aufpassen. Wir brauchen erstmal wieder unseren Nordamerika-Filter. Und was war das noch? Grasland, glaube ich. Graslandschaft, damit wir hier die richtigen Pflanzen verwenden, die sich jetzt mit, die jetzt hier im Gehege nicht stören. Vielleicht hier an dem geschlossenen Bereich des Zauns, das habe ich extra gemacht, damit die Gehege ihre Ruhe haben. So, da können wir vielleicht mal solche Pflanzen hinstellen, ich finde die ganz schön hier. Warum bin ich jetzt hier außerhalb des Geheges so kleinlich mit der Pflanzenart? Weil das wichtig ist. Ne, das hatten wir mal. Das hatten wir mal im Anfang der Staffel irgendwann. Ich glaube im Antilopengehege, ganz am Anfang halt. Das reicht, wenn da nur so ein Zipfel durch den Zaun noch guckt. Dass dann das als Gehegepflanze bewertet wird und entsprechend Probleme bereitet, also die Wertung etwas nach unten sieht. Klar ist nicht so krass, aber muss ja nicht sein, ne? So, schaut, das haben wir doch schön gemacht. Das ist doch mal eben erledigt. Lalali, lalali, oh. Na, hier wird es ein bisschen eng. Das blöde Fenster hier mal wegmachen, so. Ja, aber es sieht schön aus, da ist okay. Oh, Rohrkolben haben wir ja auch. Da habe ich letztens schon mal nachgesucht. Wo habe ich denn danach gesucht? Drüben bei den Wölfen. Die haben doch hier diesen kleinen Tümpel. Und seht ihr, hier müssen wir auch dringend noch. Gut, dass ich auf Stopp stehen habe. Wirklich. Das würde hier völlig daneben gehen. Das würde völlig schief gehen alles hier. Weil ich hier keinen Strom habe und auch kein Wasser. Ich meine, das Wasser wäre auch schon etwas trüber geworden. Das setze ich nur eben kurz die Pflanzen hier ein. Nur mal ein paar Stück so. Und dann ziehe ich mir die raus mit dem Tool hier nochmal ein bisschen nach oben. Das ist erstmal gut. Wir brauchen hier dringend noch irgendwas, damit das Wasser irgendwie gereinigt wird und auch damit wir überhaupt Strom haben. So, und dafür habe ich mir nämlich auch schon so ein kleines Gebäude gemacht. Das soll jetzt auch wirklich so richtig industriell ein bisschen schlicht aussehen. Ein kleines Betongebäude, was wir zwischendurch mal so irgendwo verstecken können. Ich weiß jetzt nicht, wie groß es ist. Nehmen wir es mal einfach mit. Da haben wir jedenfalls schon den Transformator drin und auch, ja, oha. Und auch die Wasseraufbereitung, wollte ich noch sagen. Jetzt bin ich hier erstmal ganz
Wo sind denn die Wege da? Wieso snappt das hier nicht? Das liegt an dem blöden Boden hier, ne? Okay, da gehe ich aufs Ganze. Hilft ja alles nichts. Hilft ja wirklich alles nichts, ja? Dann gehe aufs Ganze und mache hier vorne nochmal den Bereich kaputt. So, dass ich diese komischen Wellen da aus dem Boden bekomme. Das muss auch noch weg. Und dann hoffen wir mal, dass ich den Weg wieder so hinbekomme, wie er war. Denn das war ja ganz gut. Und vor allem hatte ich da schon ein bisschen Arbeit mit. So, seht ihr mal. Hier mal auf Fundamenthöhe. Ja, das ist nicht so gut. Nehmen wir doch wieder diese Höhe. Mal ein bisschen Platz schaffen. So weit, so schlecht. Jetzt wieder versuchen, den Weg hier dran zu bauen. Snapping aus. So, und vielleicht schaffe ich sogar jetzt hier das Gebäude anzuschließen. Das wäre ja cool. Dann wäre es aber wirklich wesentlich einfacher gewesen, als ich jetzt dachte. Vor den Wegen habe ich inzwischen echt ein bisschen Angst. So, gehen wir mal mit dem Gebäude nach unten und gucken, ob das hier irgendwann mal snappt. Da snappt es. Da snappt es. Ho, ho, ho. Okay. Wie ist denn das gemacht da drin? Da muss ich gleich doch mal nochmal nachschauen, wie das drin eigentlich ist, weil kommt mir so komisch vor, dass der Weg so einen Bogen beschreitet. Normalerweise müssten ja beide Dinger da auch beide Maschinen auch an den Weg angeschlossen sein. Seht ihr, das ist nämlich nicht gegeben. Das Ding da hinten hat nämlich keinen Weganschluss und dann sind wir ziemlich aufgeschmissen. Also geht der muntere Spaß mit den Wegen noch ein bisschen weiter. Pass mal auf, Breite ist 4, das sollte funktionieren. Dann machen wir das mal weg. Dann machen wir das mal so. Dann machen wir das hier. Müssen das aber auch. So sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich habe ein bisschen rumgefummelt. Sind die eigentlich kaputt? Kann das sein? Die sehen kaputt aus hier, diese komischen Dinger. Ja, dann werden wir gleich mal laufen lassen und schauen uns mal an. Rufen wir hier direkt mal den Mechaniker. Techniker rufen. Und hier das gleiche Spiel auch. Dann lasse ich auch mal ruhig das Dach noch offen, damit wir das noch alles beobachten können. Ich lasse das Spiel mal laufen. Jetzt geht's wieder los, ne? Eine Sache ja hier. Es war zu lange in der Transportbox. Ja, was soll das eigentlich immer mit den Transportboxen? Das verstehe ich auch irgendwie nicht so. Einrichtung hat keinen Strom, das ist klar. Welche Einrichtung ist denn gemeint? Hier oben. Ja, das sind diese neuen Shops. Klar, da haben wir jetzt natürlich noch keine Stromversorgung, aber hier hinten. Ah, das funktioniert. Das machen wir jetzt auch mal eben. Schaut mal, wir haben ja hier ganz viele unten hier. Die Heatmaps. Hier unten links. Und das ist natürlich extrem nützlich, mal für den schnellen Überblick. Was haben wir hier? Stromversorgung ist hier in dem Bereich jedenfalls gegeben. Die neuen Shops noch nicht. Da müssen wir dann hier noch was machen. Am besten bauen wir da auch nochmal so ein Gebäude hin. So, da seht ihr auch hier Wasser. Das war mir wichtig. Im Wolfsgehege, der kleine See. Auch, ja, der Bär war schon abgedeckt, aber hier die Schildkröten. Die hatten auch noch schmutziges Wasser. Seht ihr da hinten? Da müssen wir dann auch nochmal hin, ne? Temperatur, ja, ist jetzt nicht so interessant. So, und das ist jetzt hier, glaube ich, die Ausbruchsgefahr. Da hatte ich auch schon lustige Erlebnisse mit dem Bären, weil der immer hier über den Zaun geklettert ist. Er hatte da vergessen, Kletterschutz dran zu aktivieren. Ist inzwischen natürlich erledigt, aber er klettert da einfach rüber auf die andere Seite. Bleibt dann da sitzen, guckt dumm, weil es da nichts zu fressen gibt und klettert wieder zurück ins Gehege. Also ein paar Mal hat er das gemacht und das war immer sehr lustig, aber man kriegt dann immer die ganzen Fehlermeldungen. Tiere wohlbefinden, das ist ja auch interessant. Guck mal, alles grün. Schön, also da kann man super schnell mal eben erkennen, ob irgendwo Probleme bestehen. Hier zum Beispiel bei den Flamingos oder Pfauen, da haben wir doch schon ewig nicht mehr nachgeschaut, ne? Gebäude, klar, die sind noch nicht aktiviert. Negativer Einfluss auf Gäste, das sind diese Gebäude, ja, aber das habe ich ja im Grunde schön außerhalb der Wege.
da ist ja keiner. Hier ist irgendwas, da ist scheinbar irgendwas kaputt oder überfüllt. Mhm. So, die Mitarbeiter geht es auch ganz gut, wie ich so erkennen kann. Das ist aber auch egal, relativ, weil ich das ja deaktiviert habe, dass die kündigen können zum Beispiel. Das finde ich entsetzlich nervig. Und das habe ich deaktiviert, ganz rigoros. So, dann habe ich mal noch ein paar Parkpfleger eingestellt. Überall da, wo so Müll rumliegt. Und es sieht jetzt, glaube ich, ganz gut aus. Ich denke, das ist die Hauptursache, warum manche Gäste sich unwohl fühlen. Denn im Grunde haben wir ja schöne Sachen überall. Ach ja, und was noch ganz wichtig war, dass wir noch ein paar Verkäufer einstellen. Wisst ihr warum? Weil die ja auch Pause machen müssen. Und dann verlassen den Shop und in der Zeit ist dann niemand im Shop. Das hatte ich jetzt letztens schon mal festgestellt. So, jetzt seht ihr mal, wie das funktioniert mit dem großen Platz, ne? Da sind einfach normale Wege drunter, die wir so abgedeckt haben. Das habe ich euch ja letztens mal kurz erklärt. Die versinken so leicht mit den Füßen da drin, aber das tun sie auf den normalen Wegen. Seht ihr, das tun die da genauso. Da sollte man nicht so pingelig sein. Vor allem kann man halt etwas besser die Wege bauen. Man muss da auch nicht so ganz penibel vorgehen. Da hat man jetzt sehr schön gesehen, dass das auch ganz gut funktioniert. Und ich kaufe mal wieder das übliche Spiel, ein Männchen, zwei Weibchen vom Bison. Und wir haben festgestellt, dass der sich sehr gut mit den Gabelböcken verträgt. Also holen wir noch ein paar Gabelböcke dazu. Und hoffen mal, dass wir alles richtig machen. Da haben wir sie. Gabelböcke, ja, die vermehren sich doch bestimmt auch ganz doll. Nehmen wir doch auch wieder nur ein Männchen, aber ein etwas jüngeres, 3,6 Jahre. So, wäre auch schön, wenn wir mal wieder welche kaufen könnten, weil das ist alles nur adoptiert. Und dann nehmen wir hier noch zwei Mädels dazu. So, die können wir jetzt auch alle auswählen und an den Zoo senden. Ungültiger Zielort. Ja, logisch, wisst ihr warum? Weil ich das Wichtigste vergessen habe. Hier ist doch überhaupt nirgendwo ein Eingang für den Wärter. Und außerdem könnten wir hier vorne auch nochmal ein bisschen für Fenster sorgen. Barriere bearbeiten. Und das ist ja schnell gemacht. Dann setzen wir da einfach mal eine Tür ein. So, das funktioniert ja sogar mal auf Anhieb. Irgendwie habe ich es im Wolfsgehege geschafft, zwei Eingänge einzubauen. Und dann habe ich auch eine Fehlermeldung bekommen. Irgendwas stimmte da nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Jedenfalls reicht uns hier eine Tür, die wird ja dann von hier hinten beliefert. Seht ihr, da hinten scheint es also auch schon alles zu funktionieren. Sehr gut. Hier fehlt uns natürlich noch Strom. Aber jetzt denke ich mal, sollte es funktionieren. Probieren wir nochmal unser Glück. Tatsächlich, jetzt klappt's. Jetzt klappt's. Und wenn ich jetzt richtig liege, sollten auch alle Tiere gleichzeitig hier ankommen. Und zwar von hier hinten irgendwo. Da kommt doch schon jemand. Ganz verdächtig. Nö, das ist nur ein Techniker. Hallo, machst du das hier? Komm, ich glaube, wir brauchen einfach noch ein paar Mitarbeiter. Na seht ihr, das war doch jetzt ein Denkfehler, denn die kommen ja alle aus, die neuen Tiere kommen ja alle aus dem Tierhandelszentrum. Davon haben wir ja nur hier oben eines. Also kommen die immer aus dieser Richtung, wenn sie neu sind. Erst wenn sie zum Tierarzt müssen oder sonst wie, oder der Pfleger das Futter holt, werden auch andere... Oh, guck mal hier, cool. Boah, Oschis. Dann werden auch andere Gebäude angelaufen. So, jetzt schauen wir nochmal nach. Dem geht's noch nicht so richtig toll. Zu wenig Beschäftigung ansonsten. Der Rest scheint schon zu stimmen. Kann das sein? Tatsächlich. Der ist schon voll zufrieden hier. Überhaupt kein Baum, kein Strauch, nix. Wir können ihm noch was gönnen. Das finde ich aber jetzt sehr beruhigend. Und Lebensqualität ist natürlich Futterbeschäftigung und das ganze Zeug. Ja, Futter haben wir natürlich noch gar nicht hier eingebaut. Deswegen machen wir das auch mal hier vorne. Wollten wir eine kleine Futterstelle hinstellen. Amerikanischer Bison. Ruhig mal direkt groß. Hier vorne. Super. Und hier so ein Wassertrog. Oh, das ist cool. Wo können wir den mal so... Hier neben das Wasser, da passt er natürlich gut hin.
Kann man die noch ein bisschen versenken? Ne, lassen wir auch mal lieber. So. Ah ja, das Gelände wird ja mal schön angepasst. Kann man, glaube ich, hier noch einschalten, oder? Ja, hier, Gelände abflachen. Das kann man auch deaktivieren. Okay, dann haben wir für die schon mal Futterchen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Spielzeug. Hier so ein dickes, fettes Fass. Und vielleicht einen großen Ball oder sowas. Okay, und der nimmt schon wieder den Gabelbock mit. Was soll das? Den müssen wir uns natürlich jetzt auch mal anschauen. Dem geht es nämlich jetzt auch nicht so toll. Der Rest scheint aber auch hier Erde hatte zu wenig. So, das habe ich ganz gut hinbekommen. Was ist mit dem Sozialverhalten? Schauen wir mal kurz mal rein. Das scheint jetzt okay zu sein. Es versucht sich zu verstecken. Das ist aber jetzt bei denen immer... Die sind sehr empfindlich, diese Böcke. Die müssen dann eben in ihren Stall laufen, den wir noch ein bisschen verstecken müssen. Da kommen noch ein paar Pflanzen ran und Wände. Und hier vorne wollte ich im Grunde auch noch ein paar kleine Fenster einbauen. Vielleicht nur hier. Da markiert man einfach nur den Zaun und drückt dann hier auf diesen Knopf, Glas zum Beispiel. Und dann hat man da so eine kleine Glaswand eingebaut. So. Spendenbüchsen nicht vergessen. Und damit haben wir zwei prachtvolle neue Tierarten heute in den Zoo geholt, in unseren Nordamerika-Bereich. Die sind echt klasse mit ihrem dicken Kopf. Wirklich. Auch den Gabelböcken geht's ganz gut. Guck mal, die sind gar nicht mehr so scheu. Die gucken jetzt selber mal durch die Fenster. Und wundern sich, was das für Tiere sind da drüben. Ja, und das ist ja nochmal wirklich auch ein schönes Abschlussbild, Leute. Ich hoffe, euch hat es heute Spaß gemacht. Und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit von der Partie. Mich würde es freuen. Und noch mehr freue ich mich über ein Like und über ein Abo. Je nachdem, ob es euch gefallen hat oder ihr hier neu seid. Okay, dann wäre es das erstmal für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.